Die Frauen treffen sich wieder am virtuellen Brunnen und wir sind hier Teil des Integralen Forums, ein Online-Salon. Wie man sieht, sind wir online. Im Moment zu viert, vielleicht werden wir noch mehr. In diesen Tagen oder in diesen Monaten wollen wir über Typologien sprechen. Das ist der zweite, wie sagt man denn, Puntata auf Englisch, auf Italienisch, das zweite Appointment auf Englisch, ich weiß es gar nicht, gerade nicht, wie man es auf Deutsch sagt, ist ja auch wurscht. Im ersten hat Daniela eine Einführung gegeben von der integralen Perspektive. Das ist bereits auf thewisdomfactory.net gepostet, unter die Frauen am Brunnen. Und heute wollen wir über Enneagramm sprechen. Und da werden wir am Anfang, wird Ulrike uns eine kurze Einführung geben. Aber bevor wir anfangen, stellen wir uns kurz vor, kurzes Check-in. Ich bin Heidi, mittlerweile eigentlich immer dabei. Und ich bin in Italien und liebe die Online-Gespräche und habe eben die Webseite thewisdomfactory.net, wo viele solche Veranstaltungen veröffentlicht werden. Okay, soweit zu mir. Ich bin Ulrike aus Königstein im Taunus in der Nähe von Frankfurt. Und ich finde das Enneagramm unglaublich spannend. Und deswegen bin ich heute mit dabei. Ich heiße Monia, ich bin in Wien. Wir haben angenehmes Wetter soweit, ein bisschen windig. Und ja, also ich über das Enneagramm kann ich immer wieder viel hören und darum bin ich heute dabei auch. Ich heiße Daniela, ich bin aus Fürth in Nähe von Nürnberg, wo heute der Christkindlmarkt eröffnet wurde. Hier ist richtig was los. Die Weihnachtszeit hat so begonnen, heute sozusagen. Ja, und ich freue mich, dass wir heute das Enneagramm machen. Das war für mich ein großes Geschenk, das kennenzulernen. Und ich bin sehr neugierig. Okay, dann zu dir, Ulrike. Zeig uns, erzähl uns, was du gerne tun willst und was du vorbereitet hast. Ich habe das Enneagramm erstmal ganz anders kennengelernt, nämlich gar nicht in dieser Typologie, sondern so, wie es ursprünglich in den Westen kam. Also Gurdjieff hat es in seiner Arbeit vom Mittleren Osten oder Nahen Osten, oder Mittlerer Osten in den Westen gebracht, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber der hat nicht diese Typologie gemacht, sondern der hat es als Mittel zum Lehren benutzt. Also ich habe zum Beispiel das Enneagramm getanzt. Also Gurdjieff hat auch viel nonverbal gelehrt und da gab es ganz komplizierte Tänze, unter anderem eben Enneagramm-Tänze. Und ich blende mal das Symbol ein. Dass Gurdjieff da, also er hat dieses Symbol, die inneren farbigen Karten bitte noch nicht beachten. Dieses Symbol wurde also von Gurdjieff in den Westen gebracht, aber die Typologie wurde eigentlich von anderen entwickelt. Also hauptsächlich, also in Chile gab es den Oscar Ichazo und dann ganz besonders ein Schüler von Ichazo, Claudio Naranjo hat, also ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus, hat das richtig weiterentwickelt. Und es gibt dabei neun Typen, von denen man sagte, die haben so eine grundlegende Charakterstruktur, die einzelnen Typen. Was aber wichtig ist, dass die Persönlichkeit sich um diese Charakterstruktur drumherum entwickelt. Das heißt, wenn ich Menschen mit der gleichen Nummer erlebe, heißt das noch lange nicht, dass ich die auf den ersten Blick als die gleichen Charaktere erkennen kann. Also zum Beispiel könnte man sich fragen, was hat Sigmund Freud, Hitler und Sarah Wagenknecht, was haben die gemeinsam? Aber die haben den gleichen, die kommen auf die gleiche Charakterstruktur, aber die Persönlichkeit ist natürlich eine komplett andere. Im Enneagramm gibt es hier, da habe ich diese Karten angeheftet, bei den neun Typen gibt es dann nochmal drei Blöcke mit jeweils drei Typen. Das erste sind die Körpertypen. Die Körpertypen haben alle gemeinsam, dass sie ein Thema mit Wut haben, beziehungsweise dass sie auch gerne die Kontrolle haben.
Aber diese drei unterschiedlichen Typen, das ist die 8, die 9 und die 1, die gehen komplett anders mit dem Thema Wut um. Also die 8 ist der Typ, der die Wut am leichtesten auslebt. Also so ein schönes Beispiel ist der Trump dafür, also wo man das so richtig deutlich merkt, die wirklich gerne kämpfen, die gerne Streit haben. Also das ist der streitsüchtigste Typ im Enneagramm. Die 9 geht mit der Wut komplett anders um, die hat sie nämlich komplett verdrängt. Da gibt es dann so, bei den 9 sagt man, die haben schon auch mal Wutausbrüche, aber das kommt ganz selten. Also der Frank-Walter Steinmeier ist zum Beispiel eine 9 und der hatte einmal im Bundestag so einen Wutausbruch, da waren alle total geschockt. Wie kann der, von dem man das überhaupt nicht kennt, man sagt so, die 9 hat so gefühlt alle 10 Jahre hat die mal einen Wutausbruch und ansonsten ist die Wut völlig gedeckelt. Und die 1 ist der dritte Körpertyp, der geht nochmal ganz anders mit der Wut um. Die würden sich selbst gar nicht als wütend bezeichnen, sondern die erleben das eher als Eifer, als Leidenschaft. Aber von außen ist die Wut deutlich erkennbar. Also die tragen sie nicht offen nach außen, aber sie ist deutlich erkennbar. Also ich kenne zum Beispiel eine 1, die knirscht nachts so mit den Zähnen, dass die nicht mal mehr eine Knirschiene tragen muss. Also die sagt, in 2 Wochen hat sie eine Knirschiene durchgeknirscht. Also da ist ganz viel Wut da, ganz viel Aggressionsenergie da, aber die wird sehr gedeckelt. Das sind die Körpertypen. Dann gibt es die Gefühlstypen oder die Herztypen. Die werden auch Imagetypen genannt. Der Begriff Herz ist da, oder Gefühlstypen ist manchmal nicht so richtig, weil gerade die nehmen ihre Gefühle oft gar nicht gut wahr. Also das ist, es gibt immer wieder diesen Fehler, wenn jemand das Herz auf der Zunge trägt, dann werden die Leute als sehr gefühlvoll wahrgenommen. Aber die nehmen nicht unbedingt die Gefühle wahr. Also es gibt bei den Herztypen durchaus Typen, die ihre Gefühle wahrnehmen, aber es gibt auch Typen, die sie extrem wirklich gar nicht wahrnehmen. Und die Herztypen haben das Problem, dass die sich nicht geliebt fühlen, jedenfalls nicht so, wie sie sind. Und um geliebt zu werden, haben die wieder 3 unterschiedliche Techniken entwickelt. Die 2 ist der Helfertyp, der sich um alle kümmert und hofft, dadurch geliebt zu werden. Die 3 ist der Erfolgstyp. Die leistet, leistet, leistet und hofft, dass sie deshalb geliebt wird. Und die 4, das sind die Besonderen, das sind oft die Künstler, die hoffen, dass sie geliebt werden, weil sie eben so besonders sind. Und dann gibt es als drittes noch die Verstandestypen. Die Verstandestypen haben alle ein Thema mit der Angst und gehen aber auch mit der Angst völlig unterschiedlich um. Also die 5 geht damit so um, dass sie sich zurückzieht in ihre Bücherwelt. Also wenn ich am Schreibtisch bin, dann bin ich sicher, dann passiert nicht so viel. Also man sagt oft, also die 5er leben nicht wirklich das Leben, sondern die durchdenken es am Schreibtisch. Dann gibt es die 6er. Die 6er leben das Thema Angst im Extremen. Das kann hin so weit gehen, dass es paranoid von außen erscheint. Also die sind sehr misstrauisch. Das ist eigentlich so der ängstlichste Typ im Enneagramm. Und die 3, das sind die 7er, die haben auch ein Angstthema. Aber was die 7 macht, um die Angst nicht so zu spüren, die 7 stellt sich immer eine positive Zukunft vor. Also wenn etwas positiv ausgeht, dann muss ich ja keine Angst haben. Das ist die Umgehensweise der 7 mit der Angst. Grundsätzlich funktioniert das Enneagramm ist eine Schattentypologie. Deswegen ist es auch sehr schwierig, sich selbst einzustufen, denn die eigenen Schatten erkennt man oft selbst nicht. Also wenn man von sich selbst glaubt, man ist ein bestimmter Typ, dann hat man sich manchmal den rausgesucht, den man eigentlich ganz schön findet. Und das ist mit Sicherheit nicht der Schattentyp. Also im Enneagramm braucht es manchmal schon den Blick von außen, um seinen eigenen Typen auch zu erkennen.
Und wie man mit dem Enneagramm arbeitet, das möchte ich hier auf dem Bild zeigen. Also diese 9 Typen haben alle eine andere Motivation, um zu handeln. Und hier nehme ich mal das Beispiel der 7. Die Motivation für das Handeln der 7 ist, im Leben Spaß zu haben. Und damit vermeidet sie etwas und die Vermeidung ist nämlich der Schmerz. Die 7 möchte den Schmerz nicht spüren. Und das Ganze hält sie jetzt so am Laufen und das ist die Wurzelsünde dabei, also ein bisschen das, was in der Kirche auch, also Todsünden in der Kirche benannt wurden, die findet man im Enneagramm auch schön wieder. Und bei der 7 ist das die Völlerei. Ich sage mal so ein Beispiel, eine 7 ist schlecht behandelt worden von jemand und es tat ihr innerlich sehr, sehr weh. Dann ist eine 7 so ein Typ wie, ich kaufe jetzt für 100 Mark Schokolade oder 100 Euro Schokolade und dann geht sie in diese Völlerei und dann geht es ihr gut und dann ist das Leben wieder süß und sie weicht dem aus, den Schmerz zu spüren. Und das Enneagramm hat eigentlich den Sinn, dass man aufhört, die eigene Wurzelsünde zu leben. Das ist eigentlich die Hauptarbeit, die man mit seinem Typ leistet oder leisten sollte, aufzuhören, diese Wurzelsünde zu leben. Und es gibt ja dieses Bild, der Alchemist, der das Blei in Gold verwandelt. Und genau das passiert, wenn ich es schaffe, meine eigene Wurzelsünde in die Gabe zu verwandeln. Und die Gabe der 7 wäre eben eine Selbstbegrenzung, dann komme ich in einen tieferen, in ein tieferes Wesen von mir selbst. Allerdings komme ich da nur hin, indem ich bereit bin, den Schmerz zu spüren. Also das, was die 7 vermeidet, damit schneidet sie sich selbst davon ab, ihr tieferes Wesen zu spüren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, also mit dieser Vermeidung aufzuhören, mit der Wurzelsünde aufzuhören und die Wurzelsünde quasi ins Gegenteil zu wandeln. Ich mache jetzt mal ein Beispiel mit dem Einzertyp. Die Einzertypen sind die Perfektionisten. Also die gehen in die Welt mit so einem Blick, was ist hier falsch, was ist nicht gut genug, was kann man noch perfektionieren. Und daraus entsteht auch deren Handlung. Und es gibt 3 Untertypen. Von jedem Typ gibt es nochmal 3 Untertypen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt den Selbsterhaltungstypen. Moment, ich muss mal gerade schauen, ob ich dazu, ja, da habe ich auch ein Bild. Es gibt den Selbsterhaltungstypen. Den habe ich habe wieder eine grüne Karte genommen, weil man da wieder die fraktale Struktur sieht. Also das ist ähnlich wie der Körpertyp auch. Deswegen habe ich auch das grüne Bild genommen. Farben habe ich so ein bisschen aus der Astrologie genommen. Da sind die Körper ist grün, Verstand ist gelb und Herz ist eigentlich blau. Und in der Astrologie gibt es eben noch das Feuerelement, das ist rot. Deswegen habe ich bei den Herztypen das Bild mit rot und blau genommen. Denn das, was wir so als emotional, also wenn jemand das Herz auf der Zunge trägt, das ist eher Feuerenergie und nicht Wasserenergie. Wasserenergie wäre wirklich die Gefühle wahrzunehmen. Also der Selbsterhaltungstyp, es gibt also von jedem Enneagrammtyp 3 Typen. Der erste ist der Selbsterhaltungstyp und der ist sehr auf sich selbst ausgerichtet, auf das eigene Überleben, die materielle Sicherheit, das kann Ernährung, das kann Gesundheit sein. Und bei dem Einzeltyp, bei dem Perfektionistentyp ist es so, dass der Selbsterhaltungstyp ist, also der versucht sich selbst zu perfektionieren. Ist also da auch auf sich selbst ausgerichtet. Dann, Moment, der zweite Untertyp ist der sexuell aggressive Untertyp. Der entspricht wieder den Herztypen. Deswegen habe ich da wieder die Farbe Blau und Rot genommen. Kann ich mal kurz dazwischen gehen? Hast du dafür extra Bilder? Wir sind immer noch auf dem Anfangsbild mit dem... Ihr seht nicht, was ich sehe. Nee. Musst du wahrscheinlich nochmal das Screensharing wegmachen und nochmal neu auswählen, das nächste Bild. Oh je, ihr habt all die Bilder nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit von Bildern gesprochen, die ihr nicht gesehen habt. Ja, nee, wir haben nur das, wo zwar die Karten grün und gelb, und aber auf dem Kreissymbol, nicht? Auf dem Enneagramm-Symbol.
Jetzt sehen wir das Grüne. Mhm. Ja, dann habt ihr die, ich hatte vorher schon andere grüne Karten, da gehe ich jetzt nicht nochmal zurück, okay. Ich mache da einfach weiter. Also das ist der Selbsterhaltungstyp, das Grüne, vorhin, als ich den Körper erklärt habe, gab es auch schon eine grüne Karte, da muss ich jetzt gucken, wie ich das mache, dass ihr, also der Selbsterhaltungstyp bei der Eins, wie gesagt, der versucht, sich selbst zu perfektionieren. Mhm. Dann muss ich gucken, wie ich jetzt das richtige Bild finde. Das ist leider nicht so angezeigt, wie ich das gerne hatte. Ja. Gut, dann komme ich zum sozialen Untertypen. Mhm. Der soziale Untertyp, könnt ihr das jetzt sehen? Ja. Ja. Der soziale Untertyp, das ist ein Typ, der hat das Gefühl, dass er nur überleben kann, wenn er Teil einer Gruppe ist, einer Gemeinschaft. Und das ist, wenn ich die Eins wieder als Beispiel nehme mit dem Thema Perfektionieren, dann ist der soziale Untertyp der Typ, der versucht, die Gesellschaft zu perfektionieren. Also findet man oft in der Politik dann auch. Und der letzte Typ, das ist der Untertyp, das ist der sexuell aggressive Untertyp, also da wieder die Farbe Blau und Rot, weil ich das den Herztypen auch bei den Herztypen auch diese Symbolik hatte. Und die haben das Gefühl, nur in einer intimen Beziehung überleben zu können. Also mit sexuell meint man nicht unbedingt jetzt die Sexualität per se, sondern eher so die Beziehung, aber tatsächlich auch die sexuelle Beziehung, also eine nahe Beziehung. Und das ist sicherlich eine Ergänzung zu früher. Früher hat man nur vom sexuellen Untertyp gesprochen. Heutzutage spricht man vom sexuell aggressiven Untertyp. Die haben halt diese Feuerenergie, von der ich sprach, also das, was hier so rot bezeichnet ist. Und wenn ich wieder das Beispiel der Eins nehme, sexuell aggressive Untertyp der Eins ist derjenige, der sein nahes Umfeld versucht zu perfektionieren. Und das kann für das nahe Umfeld schon ziemlich anstrengend sein, weil er bei sich selbst nicht hinschaut. Also der ist eben kein Selbsterhaltungseinser. Das heißt, im nahen Umfeld können die sehr anstrengend sein. Während Menschen, die nicht aus dem nahen Umfeld kennen, die finden die oft sehr, sehr sympathisch, sind nette Leute. Aber im nahen Umfeld, es kommt immer darauf an, welchem Untertypen man in welchem Bereich begegnet. Frage. Die Untertypen sind bei jedem Enneagramm. Genau. Jeder Enneagramm-Typ hat drei Untertypen. Und was davon nochmal ganz wichtig ist, es gibt immer einen Kontratyp. Also einer der Untertypen ist der Kontratyp und der ist nochmal sehr, sehr anders. Also den kann man oft gar nicht als den Typen einstufen, weil er... Also zum Beispiel, ich gehe nochmal zur Eins zurück. Das wäre bei der Eins ist der sexuell aggressive, der Kontratyp. Und während ich vorhin gesagt habe, die Einser drücken ihre Wut nicht aus, ist der sexuell aggressive, der lebt die schon, das sind oft cholerische Leute. Also sie werden dann manchmal mit den Achtern verwechselt. Also gerade das Prinzip, was die Einser haben, lebt der Kontratyp. Also der Kontratyp jedes Types lebt sein eigenes Typ oft, sein eigenes, also sorry, lebt das eigene Thema oft nochmal ganz anders aus. Also ich bin eine Sieben und die Sieben hat ja diese Völlerei und ich kann mich total begrenzen. Also das heißt nicht, dass ich nicht Völlerei auch in anderen Bereichen durchaus mal lebe, aber ich kann mich ziemlich begrenzen. Also man sagt, die Kontratypen sind auch nicht ständig in ihrem Typen drin, sondern es gibt diese Pfeilrichtung. Da gibt es einmal den Trostpunkt, in dem man sich richtig wohlfühlt. Das ist die Ziffer, die entgegen der Pfeilrichtung ist, also aus der kommt man quasi. Die hat man schon gut entwickelt, da fühlt man sich wohl. Und die Pfeilrichtung
im Enneagramm, wo es weitergeht, das ist der Stresspunkt. Also wenn wir gestresst sind, dann gehen wir oft in die Ziffer, die als nächstes kommt, aber nur leider nur in die negativen Aspekte. Also das, was eine weitere Entwicklungsaufgabe vom eigenen Typ ist, ist eben auch die positiven Aspekte der nächsten Ziffer. Ich nehme nochmal das Beispiel der Eins. Also die Eins geht bei Stress in die Vier. Und die Einser, diese Perfektionisten, die sind oft ein bisschen rigide. Also da gibt es nur eine Art, wie etwas richtig gemacht wird, nämlich genau ihre Art. Und die Vierer sind die Kreativen. Und Kreativität braucht eine unglaubliche Offenheit, sonst entsteht ja nichts Neues. Und also wenn die Eins gestresst ist, geht sie leider nicht in die positiven Aspekte der Vier, also in diese Kreativität und diese Offenheit, sondern das, was die Eins bei Stress macht, die wird so ein bisschen zur Drama Queen, Drama King. Das ist so das, was die Vierer oft auch erleben oder fängt an, Nähe-Distanz-Spielchen zu machen, rennt weg und bricht eine Beziehung ab und so weiter. Und was die Einser eben lernen müssten, ist, dieses offener zu werden, also das heißt, in die positiven Seiten der Enneagramm 4 zu gehen. Ja, jetzt wäre die Frage, wie wir weitermachen. Soll ich zu den anderen Typen gehen? Ich will jetzt auch nicht so lange reden. Vielleicht von euch mal. Ich finde es schön, dass du das machst. Und wenn sich jemand schon mal angesprochen hat, dass es der eigene Typ ist, so wie du gesagt hast, du bist eine 7, dass du vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen kannst. Ich kann nachher ein bisschen was über 4 erzählen, denn ich bin eine 4, Kontratyp. Und dass wir vielleicht so weitergehen und dass man das einfach, wir sind jetzt nur 4 Leute, wahrscheinlich von 4 verschiedenen Typen und wir haben nicht alle 9 Typen da, aber dass wir jetzt die beleuchten und dann können wir vielleicht dann nochmal in die fehlenden Typen kurz reingehen. Ich finde es ja schön, wie du das so darlegst. Das macht es doch irgendwie ja, sehr anschaulich. Okay. Ja, ist die Frage, ob dann jetzt erstmal jemand von euch sprechen möchte, damit ich nicht so dauerhaft hier die Sprecherin bin. Fühlt sich schon jemand angesprochen? Ich würde gerne, wenn du über 4 sprichst, dann dir antworten über 4. Weil ich habe mir das jetzt nicht so direkt nochmal klar gemacht, sondern ich kann dir erzählen, wie das für mich war und wie ich da drauf gekommen bin, dass ich eine 4 bin. Also ich bin mit einer 1 verheiratet und die 1 hat das aber selbst erkannt und sagt auch immer, wenn ihm jetzt ein Fehler unterläuft, und das passiert mir als 1. Aber er ist wirklich also ein Perfektionist, auch die Gesellschaft, auch dadurch in der Politik sehr, also immer aktiv. Also das trifft schon alles sehr, sehr gut. Ja. Also man kann offensichtlich manche Aspekte auch anheiraten oder auslagern oder ja. Ja, vielleicht noch ein deutscher Politiker, bei dem man die Eins auch sehr gut wahrnehmen kann, ist der Cem Özdemir. Und es gibt für die Enneagrammtypen gibt es auch Tiersymboliken und die ist bei der Eins ist das der Terrier. Und also im Terrier stellt man so dieser kleine kläffende Hund. Und ich finde, wenn man dem Cem Özdemir ein Mikrofon hinhält, dann habe ich sofort dieses Kläffende vor mir. Da ist immer die Wut, also er, wie gesagt, er würde es nicht als Wut bezeichnen, er würde es als Eifer oder sowas bezeichnen, aber da merkt man schon dieses Schimpfende von außen und eben das Thema, die Gesellschaft perfektionieren zu wollen. Wir haben da auch Politiker in Österreich, die, also der Terrier würde wunderbar passen. Ich dachte immer, es sei die Ameise. Also ich habe auch einmal Tiersymbole gesehen und für eins war es die Ameise, also ununterbrochen emsig und aber Terrier, ja, okay, köstlich, ja. Ja, dann würde ich vielleicht Heidis Thema aufgreifen, also dass ich jetzt mal die 4 nehme. Muss mal gucken, ich habe hier Bilder vorbereitet, aber ich kriege die nicht so, ich komme da nicht, ich hatte die anders zum Anzeigen ausgewählt.
Da kann ich mir in der Zwischenzeit die Marie-Rose begrüßen. Schön, dass du da bist. Wir haben jetzt schon eine Einführung gehabt und sind es dabei, die einzelnen Typen ein bisschen genauer zu sehen. Genau, also da haben wir jetzt die vier. Könnt ihr das Bild jetzt sehen? Ja. Die vier wird so als der Individualist bezeichnet. Also es ist ein extremer Ich-Typ. Also wie schon in dem Begriff Individualist mit drin ist. Und das, was die Vermeidung, also die Vermeidung habe ich immer auf den roten Karten, was die Vermeidung der vier ist, ist Gewöhnlichkeit. Also die vier will besonders sein. Und das, was die vier, also das Blei, das in Gold zu verwandeln wäre, wäre bei der vier das Gefühl des Neides. Die vier ist oft sehr, sehr neidisch auf andere, was andere haben. Und da gibt es natürlich auch wieder bei den einzelnen Typen große Unterschiede. Also zum Beispiel die sexuell aggressive Vier, das ist einer der aggressivsten Typen im Enneagramm. Die ist unglaublich fordernd. Also das, was man so mit Neid als was Negativem, also grundsätzlich sind Gefühle ja nie positiv oder negativ, sondern das, was positiv oder negativ ist, ist, was wir aus dem Gefühl machen. Wenn ich den Neid dazu nutze, jemand anderem was wegzunehmen, dann ist der Neid negativ. Wenn ich den Neid dazu nutze, zu sagen, ich will das auch haben und streng mich jetzt an, dann war der Neid positiv, weil er mich eben darauf hingewiesen hat, auf etwas, was ich auch gerne haben möchte. Und das, was die vier lernen muss, ist den Neid eben in eine emotionale Ausgeglichenheit und in eine Natürlichkeit zu verwandeln. Und ich habe auf dieser gelben Karte habe ich auch mal die Farben mit drauf gemalt, indem man die Vierer oft findet, was die Stufen betrifft. Also bei Grün findet man die Vierer häufig, weil die Vierer sind das, also für die Vierer fühlen sich meistens als Opfer und damit sind sie eben in der grünen Ebene wunderbar aufgehoben. Der Kontratyp ist dann nochmal ein bisschen anders, weil der Kontratyp gehört tatsächlich zu denen, die sich anstrengen, um das zu bekommen, was sie haben wollen. Und die andere Farbe ist Magenta. Also Künstler, bei den Vierern sind eben so viele Künstler und Künstler greifen oft auf die Magenta-Stufe auch zurück. Und das wird in Grün ja auch wieder geschätzt. Deswegen findet man ganz, ganz viele Vierer, findet man auf der Magenta-Stufe. Und die Vierer sind so ein bisschen die Tragischen des Enneagramms. Es gibt nämlich was ganz Blödes. Die Vierer haben immer eine große Sehnsucht nach etwas, was gerade nicht da ist. Und sobald sie es haben, verliert es den Wert und sie haben sofort wieder diese Sehnsucht nach etwas anderem, was gerade nicht da ist. Das heißt, es sind die ewigen sich Sehnenden, kann für das Umfeld sehr anstrengend sein. Denn wenn man dafür gesorgt hat, dass sie das eine bekommen, was sie die ganze Zeit haben wollten, steht schon sofort das nächste auf dem Tisch. Also ich muss da manchmal an dieses Märchen der Fischer und seine Frau denken. Also diese Fischersfrau, die immer noch was Größeres und noch was Tolleres wollte. Und das ist aber sehr tragisch. Also das ist wirklich sehr tragisch. Also viele Selbstvierer begehen, also vor allem die sexuellen Vierer, gibt es viele Selbstmorde. Weil sie fühlen sich eben so, sie fühlen sich immer zu kurz gekommen, weil diese Sehnsucht ist immer, sie haben immer das Gefühl, das, was sie bräuchten, um glücklich zu sein, das haben sie nicht. Heidi, magst du jetzt was dazu sagen? Ja, gerne. Ja, ich möchte dazu noch addieren, dass ein Vierer sich als permanentes Opfer fühlt und gleichzeitig manipulativ dieses eigene Leiden verwendet, um irgendwas zu erreichen. Und als ich das hörte, da dachte ich, oh, ich will aber überhaupt keine Vier sein. Ja? Also das ist ja fürchterlich. Ja? Ich habe eben, weil du hast Claudio Naranjo genannt, ich habe bei eben 6 Jahre lang jeweils 10 Tage ein Intensivseminar gemacht, wo wir praktisch durch die Erfahrung rausgekriegt haben, welcher Typ wir sind. Ja? Wir haben es nicht gesagt gekriegt in dem Sinne, sondern zum Beispiel durch Theater oder sonstige Dinge das erfahren haben. Und ich habe sehr vieles dann erkannt in mir, vieles von dem, was du beschreibst, und fand es also, naja,
es widerspricht sehr der Idealvorstellung, die man gerne von sich selber hat. Später stellt man dann fest, dass die anderen Typen natürlich auch ihr Päckchen mit sich tragen und dass also nicht unbedingt ein anderer Typ das unbedingt besser sein muss. Aber ja, ich bin Kontratyp. Ich bin nicht ein sexuell aggressiver Typ und ich hatte immer eine Abneigung gegen die sexuell aggressiven Typen. So will ich also auf keinen Fall sein. Und ich habe als Kontratyp mich ganz stark zurückgenommen. Ja, also ja, keine Gefühle zeigen und ja, nicht selber. Du hast gesagt, man fühlt die oft, diese Typen fühlen oft ihre eigenen Gefühle nicht. Ich habe sie nicht gefühlt. Andere Leute haben gedacht, ich bin emotional und so. Ich sagte, ich bin noch nicht emotional. Ich habe immer gedacht, ich tue mich mit meinem Verstand so einbauen, sagen wir mal, und auch abseits halten von den anderen, ja, weil es ist ja gefährlich, mit anderen zusammen zu sein. Und insofern, der individualistische Typ ist absolut unser Typ, also mein Typ, und die anderen vielen Vierer. Und es fällt uns extrem schwer, in einer Gemeinschaft zu leben und da normale Dinge zu tun, ja. Denn wir wollen ja was Besonderes tun. Das erkenne ich nach wie vor in mir. Es ist eine ganz, ganz, ganz starke Kraft, dass ich lieber was mich anstrenge, was Tolles zu tun, ja, oder hoffentlich tue ich was Tolles und sonst ist ja das Leben vergeudet, wenn ich nichts Tolles tue, wenn ich einfach nur mal ausruhe, ja, oder nichts tue. Das ist ja ganz fürchterlich. Insofern, ja, ich erkenne das ganz, ganz, ganz stark wieder. Ich musste lernen, erstmal die Gefühle wahrzunehmen, die ich hatte. Ja, und die Reaktionen, die ich hatte, diese ganzen, sagen wir mal, auch Neid, ich weiß über Neid, ja, heute kann ich drüber lächeln, aber das auch akzeptieren, dass es eben so ist und dazugehört und dass ich ja, wie du sagst, auch aus dem Neid was Positives machen kann, was ich, glaube ich, in meinem Leben als selbsterhaltender Typ auch getan habe. Dass ich viel gelernt habe und viel eigentlich auch erreicht habe, aber es ist nie gut genug. Ja, wenn ich es dann erreicht habe, nö, das kann doch jeder. Ne? Also dann muss man wieder zum Nächsten übergehen und so. Ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal, was ich sagen wollte. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen. Ich bin Experte in Vierern. Ja, danke sehr, Heidi. Ich selber weiß nicht genau, was ich bin. Also ich habe über die Jahre immer wieder verschiedene Einschätzungen bekommen und dann auch gemeint, ich könnte mich selbst einschätzen. So, ich habe mich sehr mit dem Siebener und dem Achter beschäftigt für mich. Erlebe aber auch, wie ich mich verhalte. Also manchmal und frage mich wirklich, also stell einfach auch die Frage, wie ihr mich vielleicht seht, würde ich mich sehr freuen, das ist eins. Und auch, wo ich vielleicht noch in eine längere Erfahrung gehen kann, also so wie du das beschrieben hast, Heidi, finde ich auch eine ganz spannende Form. Also wo können wir sozusagen auch unseren Typ kennenlernen selbst, erfahren selbst, ohne diese Tests, ne, die dann sehr manipulativ, verstandesmäßig beeinflusst werden können. Ja, zu dem Test möchte ich sagen, ich habe Online-Tests, mehrere gemacht und wenn mein Typ mal vorkam, war er an der zweiten, dritten oder vierten Stelle. Aber kein einziger Test hat meinen Typ erwischt. Ja? Und nach all diesen langen Erfahrungen bin ich doch ziemlich sicher, dass ich eine Vier bin. Ja? Und Claudio Naranjo hat angefangen mit ganzen Monaten mit den Leuten zusammen das zu erforschen und ist dann am Ende auf 10 Tage gegangen und dann auf eine Woche. Leider ist er verstorben, glaube ich, letztes Jahr. Und er machte regelmäßig auf Englisch und auf Spanisch. Er hat viel in Spanien gearbeitet. Er war ja Chilene, glaube ich. Hat auch einmal in Deutschland eben, aber auf Englisch, einen Kurs gemacht. Und das war der erste, an dem ich teilgenommen habe. Und wirklich sehr spannend. Ich weiß nicht, Ulrike, hast du Informationen, wo solche ähnlichen Erfahrungskurse jetzt noch stattfinden? Denn Claudio macht sie eben nicht mehr. Vielleicht irgendwelche Nachfolger, aber ich weiß es jetzt nicht.
Also ich weiß, dass es das gibt, aber ich weiß nicht, wer es macht. Aber es gibt es. Das Enneagramm ist in den letzten 10 Jahren nochmal total aufgeboomt, nachdem es zwischendurch mal fast verschütt gegangen ist. Und insofern gibt es ganz viele, die das anbieten. Als Siebener kann ich dir definitiv sagen, du bist keine Sieben. Und ich würde auch vermuten, dass du in die Acht nur in bestimmten Situationen reingehst, dass du auch keine Acht bist. Ja, und ich habe auch nicht unbedingt eine Affinität zu dir als Vier. Nicht unbedingt. Also da müsste ich noch mal drüber nachdenken, aber nicht unbedingt. Aber ich wollte noch sagen, Helen Palmer, die hat ja auch mittlerweile in den integralen Kreisen einige Vorträge gehalten und einige auch Übungen angeleitet. Und es gibt einiges, was auch auf YouTube. Ich denke, sie ist eigentlich eine Koryphäe. Ich weiß nicht, ob sie Kurse macht. Marie Rose? Christian Meyer macht Kurse und hat auch ein Buch darüber geschrieben. Stimmt. Ja. Ja. Und der gibt den Leuten auch nicht vor, was sie sind. Ja, was ich immer sage, das Spannendste an diesen Kursen war, wenn wir uns innerhalb unserer Gruppe, die Kurse waren ja immer weit über 100 Leute, ja, die ich besucht habe. Und dann kamen dann die Typen, wie sag mal, all die Typen vier kamen zusammen, all die Typen der anderen Typen als Gruppe, ja. Und das war das eigentlich Spannende dran, weil du denkst, du bist ja nur allein so und alle anderen sind ja ganz anders, ja. Und dann kommt plötzlich eine und erzählt dir haarscharf dieselbe Situation, in der du auch drin bist. Sagst du, hä? Du, das auch, ja. Und also wirklich spannend. Dann lernst du, dass du also so individuell, wie du denkst, ja, vielleicht doch nicht bist. Und dann, was ich dann das Allerspannendste fand, als wir dann in der großen Gruppe Vertreter von den einzelnen Enya-Typ-Gruppen vorgestellt haben, was für sie wichtig ist und was vorkommt und so weiter. Und da sagst du dir, was die für Probleme haben, das verstehe ich ja nun überhaupt nicht. Also man lernt wirklich einiges über, wie Leute eben nicht verrückt sind, wenn sie anders sind, sondern dass es für die ganz normal ist, aber für dich ist es wie Gaga, ja, wenn du von einer anderen Gruppe bist. Man wird sehr humble, ja, sehr bescheiden, wenn man das so hautnah erfährt. Ja, ich habe hier im Umfeld ja auch so die eher in der evangelischen Kirche verbreiteten Formen, also der Andreas Eber zum Beispiel, der das auch lehrt, der eher so aus der Schule von Richard Rohr kommt. Und da gibt es auch diese Angebote, ich konnte die bisher einfach nicht wahrnehmen aus zeitlichen Gründen, aber das war mir auch oft zu so sehr mit einem Bezug zu einer Tradition. Also ich glaube, das war auch bei mir ein Thema, ein persönliches. Dennoch freue ich mich jetzt, vielleicht wissen ja noch andere von euch sehr genau, was sie sind. Vielleicht können wir ja da noch ein bisschen näher schauen. Und ich wollte noch sagen, Daniela, die Zugehörigkeit zum Typ ist wirklich nicht unbedingt, dass man es von außen sehen kann, weil ich habe oft festgestellt, dass Sechser und Vierer sehen manchmal fast genauso aus von außen, ja? Aber die zugrunde liegende Motivation für das Verhalten, was der Einzelne an den Tag legt, kann eine andere sein. Und dadurch kann sich der Typ unterscheiden. Und das kann ich nicht wissen, warum du bestimmte Sachen machst. Wir machen vielleicht die gleichen Sachen. Nehmen wir mal an, du wärst eine 6, ja, und ich eine 4. Wir machen vielleicht die gleichen Sachen, scheinen genauso, aber unser eigentlicher Zugang zu dem, wie wir das tun, was wir tun, ist nicht der gleiche. Also es ist viel, viel, viel komplexer, als es durch so einen Online-Test erscheinen mag, der meistens nur äußeres Verhalten abfragt und wie wir uns so geben. Und ich wollte noch dazu sagen, für mich ist das Enneagramm in meinem Verstehen, dass wie wir unser Ego in die Welt tragen. Und das machen wir auf verschiedene Art und Weise. Beim Siemer kann es eben zum Beispiel sein, dass die vermeiden von Schmerz, ne, Ulrike, und deswegen so spirituell sein können, ja, und irgendwie. Und stattdessen vermeiden sie eigentlich. Sie sind positiv, immer positiv, positiv, aber sie vermeiden den Schmerz. Also das ist nicht unbedingt gesagt, dass sie eben wirklich so spirituell sind, wie sie tun. Ja? Also man muss wirklich viel genauer dahin gucken.
Ich finde das ganz wichtig für Therapeuten, diese Typologien auch zu kennen. Denn also zum Beispiel bei der 4, wenn man das nicht weiß, dass die 4, sobald das eine Drama zu Ende ist, fängt das nächste Drama an. Also wenn ich wirklich als Therapeutin gut sein will, dann muss ich mit der 4 daran arbeiten, dass diese Unzufriedenheit auch ein Teil von ihr ist und dass die nie ganz aufhören wird. Statt das eine Projekt abzuarbeiten, dann das andere Projekt abzuarbeiten, da ist man das ganze Leben lang in Therapie. Sondern es geht wirklich darum zu erkennen, dass die 4er eben so eine Dauerbaustelle mit dieser Unzufriedenheit haben. Oder wenn es 7er ist, Therapeuten waren von mir immer völlig begeistert bei Hypnose oder sowas. Ich kann natürlich wunderbar positiv visualisieren. Also eine positive Lösung, da waren die Therapeuten immer ganz begeistert, wie ich sofort eine positive Lösung. Aber das ist der Abwehrmechanismus der 7. Und wenn man das als Therapeut nicht weiß, hilft man dem Klienten oder der Klientin dann auch nicht wirklich weiter, wenn man mich in diesem Positiven visualisieren lässt. Das habe ich von klein auf gemacht, um dem Schmerz auszuweichen. Und dieses dem Schmerz auszuweichen, das klingt manchmal so, naja, die ein bisschen Weicheier oder sowas. Aber dazu muss man wissen, dass der Schmerz nach 7, das ist elementar. Und ich weiß nicht, ob es, also ich bin ja eine Kontra-7, ob es bei den anderen 7er auch so ist. Aber wenn eine 7 in Not ist, kriegt sie keine Hilfe. Dass eine 7 eine Hilfe kriegt, habe ich noch nicht erlebt. Ich muss mir in allem selbst helfen. Und wenn man es dann irgendwo darstellt und eine 7 sieht nicht aus wie eine traurige 4, die gerade so in der Verzweiflung ist. Wenn ich zum Arzt gehe, glaubt mir ein Arzt nicht, wie schlecht es mir geht. Ich weiß noch, als ich mal das erste Mal versucht habe, Psychotherapie zu machen, dann hat mir die Therapeutin gesagt, naja, ich stände doch gut im Leben und wir hätten doch alles gut hingekriegt. Aber das, was ich ihr in Worten gesagt habe, ist überhaupt nicht rübergekommen. Ja. Das heißt, die 7, dieser Schmerz ist schon ein sehr, sehr tiefer Schmerz, dem sie ausweicht. Ja, ich kann das bestätigen. Ich habe für mein Counseling-Examen habe ich einen Freund gehabt, der mir das sozusagen als Versuchstier galt. Und der ist ein Seemer. Und das war so schwer für ihn, an tiefe Themen ranzukommen, weil er immer nach außen so, ja, er braucht keine Hilfe, er ist immer fröhlich, er macht ja immer alle anderen Leute auch fröhlich. Es glaubt ihm keiner, dass er ein Problem hätte irgendwo, ja, und dass er da vielleicht Hilfe bräuchte, weil das anscheinend, sie sind so easygoing, die Menschen, die wirklichen Seemer, ja, die, also ich meine die nicht Kontra-Seemer. Und wenn die dann sagen, ja, es ist irgendwie eine Schwierigkeit und dann machen sie es ja selber nicht so klar, dass sie eine Schwierigkeit haben. Das musst du schon so raushören, ja, also wirklich von ganz von ferne. Das nimmt ihnen keiner ab. Einfach, weil sie in die Welt gehen mit immer so einem, ist ganz, ganz schwierig, sich da mal Hilfe zu holen und die dann auch zu bekommen und ernst genommen zu werden, dass sie ein Problem haben. Das habe ich bei ihm ganz deutlich gesehen und ich sehe ihn ja jetzt immer noch regelmäßig und ich denke mir manchmal, ja. Also mir ging es ja ähnlich wie der Verena. Ich bin also auch, ich habe mich eigentlich in jedem Typen irgendetwas wiedergefunden. Und mir hat man zugesagt, auf den Kopf zugesagt, jemand, der mich überhaupt nicht gekannt hat, du bist doch ein Neuner. Und ich habe gedacht, ich bin doch kein Neuner. Und ich habe dann einen Test mit, ich weiß nicht wie viel, 200-300 Fragen gemacht. Und auch da kam es nicht wirklich klar heraus. Also, und irgendwann einmal habe ich mich dann entschlossen, eine 3 zu sein. Das schien mir also ein Macher und durch Leistung. Und das war mir eigentlich irgendwo das Selbstverständlichste. Und ich habe jetzt da auf diesem, was ich euch da gezeigt habe, dieses Enneagramm, dass die 3 bei Stress auch in die 9 gehen kann. Also was mir neu ist. Und ich weiß nicht, was du dazu sagen kannst, Ulrike. Also ich bin da nicht wirklich firm. Aber ich habe mir das von der Helen Palmer angeschaut, die also Menschen einer Gruppe zusammen auf die Bühne genommen hat. Und das war hochinteressant. Also ich habe das runtergeladen, wir haben es einmal angeboten beim Integralen Institut. Hochinteressant, ja.
Was sagst du zur 3, Ulrike? Also ich bin ziemlich sicher, ich weiß, welcher Typ du bist. Das will ich jetzt nicht so öffentlich sagen, aber du bist keine 3. Nein? Oi, jetzt habe ich mich so an die 3 gewöhnt. Nee. Und woraus schließt du, was für ein Typ ich bin? Weil ich dich im Frauenfeld schon öfter erlebt habe. Mhm. Wenn du kritisiert wirst, reagierst du mit Angriff ist die beste Selbstverteidigung. Was, man kritisiert mich? Man wagt mich zu kritisieren. Ja, genau. Genau. Das ist schon ganz schwierig, dich zu kritisieren. Ja. Willst du noch mehr hören? Wenn dir dein Knie wehtut, ach, na, das ist nicht so schlimm. Also so Schmerz wird schnell weggemacht. Ich nehme dann starke Schmerzmittel, dann humpel ich so durch die Gegend. Ja. Aber es trifft eins, was du in der 3 erkannt hast, den Machertyp. Mhm. Das ist ein anderer. Und was für einer? Da sprich ein bisschen. Ich werde es verkraften. Also ich würde dich als 8 einschätzen. Ja. Mhm. Dann hast du auch, es gibt ja die 9 als Flügel, aber auch die 7 als Flügel, also die Ziffern rechts und links. Also es gibt die 3 Untertypen von den einzelnen Typen und dann schaut man immer noch, ob sie einen Flügel mehr zu der Ziffer haben, die rechts von ihnen sind oder mehr zu der Ziffer links. Also bei mir zum Beispiel bei der 7, also eine 7, die mehr einen Flügel zur 6 hat, die lebt eher so in einer Familie. Also da gibt es so ein bisschen gutbürgerlichen Bereich und die 7 wie ich, die den Flügel zur 8 hat, die leben eher in der Alternativszene. Also ich habe mich jetzt sehr bei mir daran gewöhnt, dass ich ja dann 4er Flügel habe, also die Drama Queen, die kann ich jetzt wirklich sehr bewusst immer herausgeholt. Und die 2, die ja auch der Helfer ist. Ne? Also diese Phase habe ich sehr stark gehabt, dass ich immer Helfer sein wollte. Aber das habe ich jetzt auch hinter mir gelassen. Ja, aber die 8 geht ja zur 2. Die 8 hat die Verbindung zur 2. Mhm. Die 8 kann sich auch schon sehr dramatisch äußern. Also, und die 8 hat auch die Verbindung zur 5? Ja. Also das Eremitendasein, die Ruhe haben wollen und für sich selbst sein wollen? Genau, und eben auch dieses Wissenschaftliche. Also die Fünfer sind ja so die Wissenschaftlichen. Theoretiker. Also da kann auch die Philosophie und so weiter. Und da finde ich dich auch sehr. Ja, es ist immer ein bisschen problematisch, wenn jemand anders dir einen Typ zuweist. Aber es ist ja eigentlich eine Einladung, da mal hineinzuspüren und mal gucken, passt das für mich? Ne? Und dann, wenn du dann nochmal ein Buch anguckst und so und was du am Anfang sagtest, jeder findet irgendwas von allen Typen. Das ist kein, wie soll ich sagen, kein Zufall. Aber wo ist dann wirklich der Kern? Das gilt es herauszufinden. Ich hatte ehrlich gesagt auch erst mal gedacht, so ich habe nicht groß drüber nachgedacht, aber Monja als 3-Typ. Aber deine Argumentation jetzt, Ulrike, es macht Sinn. Ja. Ja. Ja, Monja hat auch gerne Sagen und also das ist schon, also ich finde, da gibt es, und die, was nochmal wichtig die ist, Energie. Die Frauen der 8, die sind nicht so extrem, wie das in Büchern oft geschildert wird. Also in den Büchern sind das oft so die Testosteronmänner. Frauen in der 8 sind schon nochmal ein bisschen gemäßigter. Soll mich das jetzt beruhigen? Nein, das macht es schwieriger, eine Frau als 8 zu erkennen, weil die gemäßigter sind. Also ich nehme an, also ich hätte wahrscheinlich die Chefredaktion der Integralen Perspektiven nicht übernommen, wenn ich nicht doch was von der 8 hätte. Weil da habe ich mich gegen 4 Männer durchsetzen müssen damals. Also das heißt, ich habe mich nicht durchgesetzt, ich habe mich einfach hingesetzt. Also. Ja, aha. Das ist mir sehr sympathisch, Monja. Sehr sympathisch. Ich sehe Marie-Rose, möchtest du was sagen? Ich kann in dir, Monja, auch nicht wirklich eine 3 sehen, gell? Aha. Ich habe in meiner nächsten Verwandtschaft eine 3, die sowas von 3er-Fixierung hat,
Es ist sowas Unverkennbares, das kann ich bei dir weder spüren noch sehen. Ich dachte, das ist, weil ich im diplomatischen Dienst war und wir mussten immer nach außen irgendwie was. Wir haben auch so ganz viel, was von Fassade ist wichtig. Ja, ja. Das kann ich bei dir wirklich nicht sehen. Aha, danke. Okay, also gut, ich bin gerne eine 8. Wenn ich was durchsetzen kann, dann bin ich gerne eine 8. Ja, ja. Okay, kein Problem mit 8. Und Marie-Rose? Weißt du deinen Typ? Ich denke, ich habe meinen gefunden, ja, nachdem ich auch über Typentests wirklich nicht, das ging nicht. Ich bin hin und her geschwitscht. Und ich habe es dann aber mit einem Buch, habe ich dann, bin ich mir sicher. Aber ihr dürft gerne mal raten, was ihr meint. Ulrike? Du? Ich weiß es, aber auch, weil sie es mir gesagt hat. Insofern möchte ich jetzt nicht raten. Vielleicht ratet ihr mal. Aber vielleicht sollten wir erst bei Daniela bleiben, weil ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass Daniela hast, du hast ja zu mir mal gesagt, dass du eher eine 8 bist und eine 8 mit einem starken 7 auf Flügel. Vermutung. Ja. Aber ich bin oft in der Wut, also Wut ist wirklich ein großes Thema für mich, deswegen habe ich eher diese Typen abgeprüft. Aber Wut passt ja zur 8. Das ist ja ein Bauchtyp. Und ich weiß so, wenn ich zurückschaue im Leben, dass ich eben, dass ich glaube ich, jetzt einfach eine Zeit lang versucht habe, andere Formen zu finden. Also ich weiß nicht, ja, aber wie gesagt, ich suche. Du könntest auch mal schauen, ob du nur bei Stress in die Wut gehst. Also das wäre zum Beispiel eine soziale 2, könnte ich mir bei dir auch vorstellen, die dann bei Stress in die 8 geht. Nee. Wut ist mein Kernthema. Nee. Absolut mein Kernthema. Okay. Und die Essenz der 8 ist doch die kosmische Macht. Was ist das bitte? Die kosmische Macht. Die Essenz der 8 ist die kosmische Macht. Was ist die kosmische Macht? Ja. Hört sich jedenfalls gut an. Ja, gut an. Also wenn man kosmisch mit Macht verbindet, ne? Da wird was ganz anderes draus als Macht. Wenn man Macht ist bei uns ja meistens negativ belegt, wenn wir darüber reden. Ne? Das ist ganz witzig, dieses Wort Macht ist in meinem Leben mir immer wieder begegnet. Also als Kind wollte ich machtvoll sein, wollte die erste Bundeskanzlerin werden. Das haben wir jetzt anders. Dann war es, als ich mein erstes Führungstraining bekommen habe im Unternehmen, waren wir in so einer Gruppe und dann ging es um das Wort Macht. Und ich war die Einzige, die dieses Wort liebte damals. Ich mag das immer noch, weil ich eben diese vielen Facetten von Macht, ich sehe natürlich auch den Machtmissbrauch, aber ich mag das, weil damit so viel bewegbar ist. Also es ist so für mich, da falle ich irgendwie immer raus, ja. So, und irgendwann habe ich dann so Phasen gehabt im Postmodern, wo ich das Wort gar nicht mehr getraut habe zu nehmen. So, ja, also so, weil es so viel mit Ego und ich immer nur in Verbindung steht. Das für mich Marie-Rose, hast du mir das geschickt? Ich habe jedenfalls auch. Die 2 noch weil mal. Da ist das drinnen. Da habe ich nämlich jetzt gerade kosmische Macht gefunden. Ja, ich wollte dazu noch sagen zu Daniela, bei der 8 ist die Idealisierung, ist, ich bin kompetent. Und ich kenne niemanden, Daniela, der so oft gesagt hat, ich kann das, ich habe da eine Formation drin gemacht. Ich kenne niemand anders, der das wirklich so oft behauptet. Genau, das habe ich schon als kleines Kind, da hättest du meine Omas fragen können. Dani kann's, war der Spruch. Ich kann das. Meine Worte, die habe ich immer wiederholt. Als ich Französisch gelernt habe, meiner Tante gegenüber die gleichen Worte auf Französisch. Ich kann es. Ich kann das. Ich habe das gelernt. Und Daniela, wie würdest du dich mit, wenn wir schon beide 8 sind? Ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber es ist so. Leidenschaft ist Wollust.
Und da weiß ich nicht. Also ich habe ja so ein, also ich glaube, die 7 ist ganz stark. Ich neige schon zur Füllerei auch. Also das mag ich an der 7. Ja, ich auch. Ich neige auch zur Füllerei. Das ist immer wieder ein Thema, ja. Also das macht aber die 8 auch. Vielleicht sage ich ein paar Sachen zur 8 und du kannst gucken. Also zum einen dieser Begriff Wollust, da muss man aufpassen, der stammt auch noch so ein bisschen aus dem kirchlichen Kontext. Also das, was negativ bei der 8 sein kann, dass sie andere für die eigenen Bedürfnisse benutzt. Das ist, bei Wollust kann man es sexuell sehen, aber man kann es natürlich auch sagen, wenn ich Macht ausüben will, dann benutze ich die anderen auch dafür, dass ich der Chef sein kann oder sowas. Das gilt so als der negative Aspekt. Und die 8 hat ganz viel mit, also Füllerei ist zwar die 7, aber die 8 langweilt sich sehr schnell. Die braucht eigentlich permanent Stimuli. Also im spirituellen Bereich sind das diejenigen, die psychedelische Substanzen nehmen. Das sind typische Achter so. Da ist, wow, das ist stillsitzen wie im Zen. Deswegen geht die 8 ja, die Entwicklung ist ja tatsächlich von diesem, ich brauche permanent Stimuli, der 8 ist die Entwicklung weiter zur 5. Und das wäre dann so Zen-Buddhismus, also statt psychedelischer Sachen da zu sitzen und einfach nichts mehr drumherum zu haben. Es würde ja heißen, ich habe da einen guten Weg gefunden, nach dem meditativen Hopping statt der Drogen damals in Zen zu gehen. Und ich lese da jetzt auch also als Achterfixierung der beschützende Boss. Ja, genau. Genau, und das sehe ich auch eher als eine, dass Frauen vielleicht eher wirklich in die Richtung gehen. Empowerment. Nach außen das Beschützende, die beschützende Macht zeigen. Mhm. Und Männer sie zwar vielleicht auch haben, aber sie nicht so nach außen zeigen. Wobei ich zum Beispiel sehr sicher bin, dass Trump wirklich, also der ist eine 8, und dass der tatsächlich vorhat, Amerika eben aus seiner Perspektive zu beschützen. Ja. Da ist er ganz ehrlich eine 8. Ja, aber er hat das Niveau nicht. Ja. Genau. Also mit Trump bin ich nicht gerne in einer Kategorie, aber gut. Naja, gut, ein Neuntel der Menschheit, also wenn es gleich verteilt wäre. Ja, also man muss die Stufen bedenken. Und man muss die Untertypen bedenken. Und Trump ist ein sexuell aggressiver. Das ist der Extremtyp der 8. Ja. Und wie wäre diese 8 in dem Sozialen? Weil, also das hat jetzt bei mir als Kind, habe ich zum Beispiel immer in der Schule, immer die gehänselt wurden, die habe ich immer beschützt. Ja. Ich auch, ja. Ich habe lange Zeit mit der 9 beschäftigt. Und ich habe dann auch irgendwelche bösen Verweise bekommen und schlechte Noten, weil ich sozusagen immer dann die Fürsprecherin der anderen war. Aber ich war das wirklich sicherlich nicht aus so einer 9 Energie heraus. Also mein Mann ist eher eine 9, ja, von daher. Also nee. Gerechtigkeit war mir auch sehr wichtig. Gerechtigkeit, ja. Ja, und das, der soziale 8 ist der Kontratyp. Und wie gesagt, die Kontratypen sind ja wieder sehr unterschiedlich. Und das sind tatsächlich so die loyalen Führer, denen es wirklich, also die sind auch, wenn man mit denen befreundet ist, das ist so ein guter Freund, der mit einem durch dick und dünn geht auch. Also die Sozialen sind, wie gesagt, als Kontratyp tatsächlich nochmal anders. Der Kontratyp, und das könntest du schauen, der schwankt eben nicht nur bei Stress, geht der in das nächste Zeichen, sondern die Kontratypen sind eben in ihrem Typen nicht immer drin, sondern sind ganz häufig in dem Zeichen, wo der Pfeil vorher war oder wo der Pfeil danach hingeht. Also ich als 7 schwank zwischen der 5, ich lese wahnsinnig viel. Das ist so meine Völlerei wahrscheinlich, dass ich wahnsinnig viel lese. So in der Bücherei, man kann auch bei allem, was man ausgeliehen hat, kann man noch 10 Medien vorbestellen. Ich habe immer 10 Medien vorbestellt. Also da lebe ich die 5 sehr stark, aber ich habe auch die 1 sehr stark. Also ich schwank zwischen 1, 7 und 5 immer so hin und her. Und das würde die soziale 8 würde eben zwischen der 5, der 8 und der 2 hin und her schwanken. Ja. Also dieses mit den Medien vorbestellen kann ich auch. Also das ist so, also ich habe es geschafft, in unserer Kleinstadt damals alle Bücher zu lesen als Kind. Also die es in dieser kleinen Stadtbücherei gab. Also alle ist jetzt übertrieben, aber gefühlt alle. Also, ich hatte auch alle Spiele ausgeliehen und so.
Die soziale Acht ist auch die intellektuellste von den Achten. Mhm. Ja. Also bei diesen Untertypen hatte ich ja vorhin gesagt, also der Selbsterhaltungstyp, der trifft wieder ein bisschen auf den Körperbereich. Der soziale Typ ist wieder der intellektuellere Typ und der wäre wieder die Verbindung zu den Verstandesmenschen auch. Und der sexuell aggressive hat wieder die Verbindung eigentlich zu den Gefühlstypen. Das hilft mir jetzt ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, ob es dann die Acht ist, aber ich werde sehr oft für so intellektuell gehalten und dann wird mir der Körper abgesprochen, aber ich spüre alles so intensiv, ja, sodass ich das überhaupt aus meinem Erleben überhaupt nicht verstehen kann, wo da eine Trennung sein soll aus meinem Körper und diesem Intellekt. Für mich ist das immer eins gewesen irgendwie und ich bekomme es aber so unterschiedlich von außen gespiegelt zurück. Die Acht gehört ja auch zu den Körpertypen. Ja, ja, genau. Aber dass es auch diese intellektuelle Form hat. Also, dass es eben kein Kopftyp ist trotzdem. Mhm. Weil das hat für mich so, macht für mir sehr viel Verwirrung bisher im Leben. Vor allem im Enneagramm, in dieser Zuordnung. Einerseits so einen sehr schnellen, denkenden Verstand zu haben, also so einen hohen Intellekt letztlich, und der, den ich auch mag an mir, und gern einsetze und gleichzeitig, dass ich das aber auch mitspüre. Das ist wie wenn, ja. Und dann werde ich halt oft, wurde ich immer wieder zugehört, nee, du bist echt ein Kopftyp oder nee, du bist und so. Also was bei der Acht ja ist, die Acht hat ja eine Verbindung zur Zwei, zu dem Gefühlsbereich und die hat eine Verbindung zur Fünf, zum Verstandesbereich. Und wenn man, also Achter hat man tatsächlich oft auch als im spirituellen Bereich als Führer. Also zum Beispiel Gurdjieff war jetzt einer. Und Gurdjieff hat damals gesagt, also er hat quasi seinen Weg hat er abgegrenzt im Vergleich zum Mönch, zum Yogi und zum Fakir. Der hat gesagt, die einen gehen über den Körper, weil sie einfach sehr körperliche Menschen sind. Die anderen gehen über den Verstand, weil sie verstandesbetonte Menschen sind. Und die dritten gehen übers Gefühl, weil sie selbst halt gefühlsbetonte Menschen sind. Aber schneller ist, alles drei gleichzeitig zu entwickeln. Also der hatte schon ein reifes Ding, was Linien betraf. Und das passt aber zur Acht, weil die Acht die Verbindung sowohl in den Gefühlsbereich als auch in den intellektuellen Bereich hat, obwohl sie selbst ein Körpertyp ist. Da ist einfach die Verbindung zu allem da. Ach ja, ich finde mich jetzt wohler in meiner Acht. Aber ja, das mit dem Körper, also ist auch, ich sage immer, der Körper lügt nicht. Also wenn ich, weil du vom Knie erwähnt hast, wenn der Körper signalisiert, dann höre ich. Also das würde schon sehr, ja, na gut, bin ich eine Acht, hallo. Und darum habe ich ja auch das Frauenfeld gegründet, ne, weil ich eine Acht bin, würde ich sagen. Ja. Überleg noch bei Daniela, weil du ja auch die Sieben erwähnt hast, also das, was du so gesagt hast als Kind, so die Bücherei und alle Spiele ausgeliehen, das passt natürlich, also die Sieben und die Acht, die haben eben dieses Ähnliche mit dieser Völlerei, dass die viel haben. Aber Moment, ich überlege gerade, aber eigentlich geht die Acht ja nur bei Stress, am Anfang erstmal bei Stress in die Fünf. Also ich hätte erwartet, dass eine Acht als Kind erstmal nicht so sehr eine Bücherei durchliest. Also deswegen habe ich mich auch so lange mit der Sieben beschäftigt. Ja, also es gibt zum Beispiel, der Joschka Fischer wird zum Beispiel als Sieben eingestuft und die Sieben ist aber sehr konfliktscheu und das ist er ja alles andere als das war er. Aber wenn die Sieben eben den Flügel zur Acht hat und der Joschka Fischer ist durchaus auch ein Machtmensch, also insofern, wenn das Thema Macht bei dir auftaucht, mit einem starken Flügel zur Acht kann auch eine Sieben, könntest du auch eine Sieben sein. Also ich einfach, weil du das gesagt hast, dass du als Kind schon die Bücherei durchgelesen hast, das ist eher was eben auf eine Sieben, weil die als Kind oft von der Fünf kommt, was die haben könnte. Also dafür spricht auch, dass ich zum Beispiel immer in Tagträume gegangen bin. Also ich kann das auch immer noch. Ich kann die ganze Häuser in Gedanken einrichten, zum Beispiel mit einer Sekunde, um mich abzulenken, immer noch. Und
Ich hatte einfach einen sehr, sehr großen, durch meine Kindheit, den Bedarf, schnell in Führung zu gehen. Also ich habe die Familie geführt ab klein. Das heißt, ich war gezwungen, in die Acht zu gehen. Und das ist natürlich, also wenn man jetzt, das ist ja so eine Analyse, die zum Beispiel Andreas Ebert auch macht, wie war die Kindheitsgeschichte? Und das spricht sehr für die Sieben. Deswegen schwanke ich zwischen der Acht mit dem Siebener Flügel und der Siebener mit dem Achter Flügel. Ne? Obwohl das ja eigentlich total verschieden ist. Das mit der Bibliothek, aber für mich war das in die Bibliothek gehen das Paradies. Also das war die Abenteuerlust eigentlich. Also das war das Einzige, was ich durfte, allein als Kind zwei Block weiter bis zur Bibliothek gehen. Und ja, und auch jetzt, also meine Amazon-Lieferungen sind ja schon peinlich. Also es kommt immer noch und noch. Ja. Aber wir sind weggegangen von Marie Rose. Sie wollte eigentlich raten, was sie. Ich weiß nicht, haben wir genug über euch geredet? Ich glaube schon. Na komm heraus, Marie Rose. Ja, ich will von euch hören, ob ihr gut einschätzen könnt. Ich enthalte mich der Stimme, weil ich das mit dem Einschätzen, das klappt irgendwie nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ob ich jemanden empfinde, so wie ich bin, ja, das ist die einzige wirkliche Einschätzung, die ich vielleicht, deren ich fähig bin. Alles andere wäre für mich Spekulation. Wahrscheinlich bin ich nicht mehr so gut drin. Ich meine, ich habe die Kurse vor 10 Jahren gemacht oder so, aber trotzdem, ich fand es immer auch irgendwie ein bisschen problematisch, andere einschätzen zu wollen, ja, also insofern enthalte ich mich der Stimme und warte auf die Enthüllung. Und ich schließe mich der Heidi an. Ich weiß viel zu wenig darüber. Also, ja. Dann, womit meinst du, Ulrike? Womit kann denn die Acht gut? Mit wem kann denn die Acht gut? Das hast du eigentlich noch nicht erwähnt, Ulrike. Ja, die Acht will immer Raum haben. Wir sind bei Marie Rose. Also bitte. Ja, ich will. Ich meine, ich kann mit der Marie Rose gut. Also. Also ich weiß es, Marie Rose, du hast mir gesagt, insofern würde ich sagen, also sag du es einfach. Also ich bin halt dazu gekommen, dass ich eine Sechserfixierung habe. Das kann ich mir vorstellen, weil ich kenne einige Sechser. Und als da stand dann, dass der heilige Weg, also die Richtung Mut ist, da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden, ja, das brauche ich, da muss ich mal hinschauen. Ja. Und die Zweifeln, in alle Richtungen denken und immer wieder alles in Frage stellen, also endlos oft, das hat mich auch beruhigt, als ich das mal so gelesen habe, ne? Als ich dadurch mal verstanden habe, nee, nicht alle sind da dauernd dabei, alles in Frage zu stellen. Das machen die anderen nicht, bin nur ich. Ja. Das hat mich echt dann auch beruhigt, das mal zu wissen, ja, okay, ist so bei mir, ist okay. Ich kann es auch ein bisschen sein lassen oder ich kann es eben dem zuschauen, ich kann es mal beobachten. Und muss mich nicht davon so, ich habe immer den Eindruck gehabt, ich werde zwischen allen Planeten im Universum hin und her geschmissen andauernd. Sowas hatte ich. Ja. Und wärst du eine soziale Sex? Ja. Und dann die Loyalität, ja, die habe ich 120% lebe ich die Loyalität, ja, bis zur Selbstzerstörung fast manchmal, ne? Ja. Aber das ist so ein Punkt, man sagt ja, die Sex ist so das typisch Deutsche auch
Und gerade dieser loyale Punkt, so loyale Freunde, auf die man sich wirklich verlassen kann. Also ich bin früher viel gereist und das habe ich in Deutschland wirklich zu schätzen gewusst, dass man in Deutschland so Freundeskreise hat und dass das sehr loyale, vertrauensvolle Menschen sind. Also, und das ist ein Zug, den die Sechs hat, den ich wirklich sehr achte. Claudio Naranjo hat ja auch gesagt, dass die charakteristischen Typen in Deutschland die 1 und die 6 sind. Da könnte man dann eben, das Enneagramm ist eigentlich eine grüne Typologie, aber wenn man weiterdenkt, da ist auch was Organisches dabei. Wenn man genau schaut, also es gibt wirklich Volksgruppen, wo ein bestimmter Typ einfach häufiger auftritt, oder auch wenn man die eigene Familie anschaut. Also ich kenne viele Vierer und die haben alle eine Vierermutter gehabt. Oder ich bin eine 7 und mein Vater ist eine 1, da gibt es die Pfeilverbindung. Also es muss nicht unbedingt der gleiche Typ sein, aber es gibt meistens eine Verbindung zu dem Typ der Eltern auch. Also da gibt es auch da kann man einfach den Quadranten oben rechts aus dem Integralen mit dazu nehmen und das Integrale, das Enneagramm durchaus erweitern. Ja, und man geht ja davon aus, dass man nicht mit dem Enneatyp geboren ist, sondern dass man den erwirbt. Und das meistens in der Familie als Vorbild in den ersten Lebensjahren mehr oder weniger. Also da gibt es eben unterschiedliche Ansätze. Also es gibt diesen einen, den psychologischen, dass es aus etwas kommt. Und da kann man jetzt wieder fragen, weil ich ein bestimmter Typ bin, erlebe ich etwas bestimmtes. Stimmt es auch so? Also ich sag mal, ich hatte zwei Geschwister und wir haben ja alle die gleichen Situationen erlebt und trotzdem haben sich völlig andere Typen aus uns entwickelt. Und es gibt den spirituellen Ansatz beim Enneagramm, der besagt, es gibt diese 9 Prinzipien und von einem haben wir zu wenig, als wir inkarniert sind. Und das ist der Typ, den wir in diesem Leben leben. Und wie gesagt, ich würde noch hinzufügen, es gibt das Organische, dass auch eine Genetik da ist, dass man bei den Eltern gucken kann. Wobei man jetzt vom Spirituellen natürlich sagen kann, dann ist man vielleicht extra da, deshalb dort in die Familie inkarniert. Ich finde das ganz schön, Ulrike, was du da gerade auch ansprichst, oder wir alle, dass wir letztlich ja auch immer wieder Verbindungen schaffen können zu anderen Aspekten. Also die verschiedenen Formen, wie das Enneagramm verwendet wird, ist da sowas. Aber auch zum Beispiel, was macht es für einen Unterschied, in welchem Sternzeichen ich geboren bin mit meinem Enneagramm-Typ? Oder die Gene, ne, letztlich auch, Epigenetik, die jetzt ja auch neu erforscht wird. Oder traumatische Erfahrungen, was macht das dann? Und. Also ich finde es auf jeden Fall eine sehr nützliche Typologie. Ich möchte mich noch mehr damit beschäftigen, als ich das bisher getan habe, merke ich gerade. Und ich schätze deine Loyalität sehr, Marie-Rose. Und auch wenn du mal nicht loyal mir gegenüber sein willst, bist du herzlich willkommen dazu. Ja. Dazu braucht es Mut. Wir haben nicht so sehr über die Tugenden der Typen gesprochen. Magst du da noch was dazu sagen, Ulrike? Mut ist also die Tugend des Angsttyps, nicht? Genau, der Angsttyp, Entschuldigung, ich kann im Moment gerade nicht so gut sprechen, vielleicht übernimmt nochmal jemand anderes. Ja, was zählt dazu? Die Essenz, zum Beispiel die Essenz von der Sechserführung ist eine intelligente Lehre. Reine Intelligenz, intelligente Lehre, hat mir gut gefallen. Bei der 4 gibt es ja auch sowas, mach mal, bei der 4 ist die Essenz die Freude. Kannst du damit was anfangen? Du sprichst mich an, ja? Ja, kann ich schon. Freude muss ich lernen als 4. An etwas Freude haben, statt immer nur das sehen, was fehlt, ja, und was
was nicht gut genug ist, was nicht einen nicht erfüllt, ja. So, weil ich ja immer, wie Ulrike ja so schön sagte, immer wieder ein Vorhaben habe und wenn ich es dann endlich erreicht habe, dann ist es plötzlich gar nichts mehr wert, dann muss ich ja das Nächste haben. Also lernen, sich an dem zu freuen, was man erreicht hat oder was man tut. Das ist ganz sicherlich Teil des Heilungswegs oder wie immer man das nennen will, Integrationswegs einer vier. Ja, danke. Und das ist auch der Bereich, wo die Vierer auf mich sehr neidisch sind, weil die Gabe der Sieben ist die Freude. Ja, die kann das von alleine. Gerade das beim Achter der heilige Weg die Unschuld ist. Unschuld drückt so ein bisschen aus, das, was Kinder haben, also diese ja. Kindliche Unschuld. Und die Achter, also diese Kinder sind natürlich auch sehr verletzlich und das ist ja etwas, was eine Acht überhaupt nicht zeigen möchte. Also eine Acht hat so das Gefühl, wenn ich mich schwach zeige, dann werde ich überrumpelt. Und deswegen treten die so stark auf. Aber in dieser kindlichen Unschuld ist eigentlich das drin, wo die Achter einfach nochmal einen anderen Aspekt von sich erkennen könnten, den sie eben wegschieben, weil dieses Schwachsein, was Kinder oft haben, halt so negativ für die Achter besetzt ist. Sie vermeiden Schwäche. Ja, passt. Bei der Sechse ist die Vermeidung abweichendes Verhalten. Was das genau heißt, ist für mich schwierig. Das bedeutet, sich in der Gruppe nicht anzupassen. Also wenn eine Sechs was Eigenes denken würde und der Rest der Gruppe denkt was anderes, dann traut sich die Sechs nicht aufzustehen und zu sagen, hey, ich denke aber das und das. Ja, das stimmt. Ja. Also daran habe ich aber schon viel gearbeitet, muss ich sagen. Also so langsam kann ich das, ja. Aber es kommt dann nicht so galant oder nicht diplomatisch, nicht elegant kommt es raus, ne? Weil es schwierig ist für mich. Ja. Und nochmal auf die Vier zu gehen. Wir sind ja stark depressiv oft, ja, und gehen in die negativen Gefühle. Wir sind sehr sensibel oder sensitive oder wie man immer das nennen kann. Aber meistens bevorzugen die Vierer die negativen Gefühle. Und das heißt, die Tugend wäre die positiven Gefühle, du hast Freude genannt, aber es gibt ja noch mehr positive Gefühle, das zu lernen, umzuswitchen und auch das Glas nicht halb leer zu sehen, sondern halb voll zu sehen, das als grundsätzliche Lebensphilosophie. Und dafür war Marc immer gut, der hat mir immer gesagt, haha, die Vier ist wieder am Sprechen. Ja? Wenn, das geht so automatisch, dass man es gar nicht selber oder sehr schwierig feststellt, dass man schon wieder in dieser Art der negativen Sicht ist, wenn man eine Vier ist. Und ich denke, das ist die Hauptarbeit, die eine Vier machen muss. Und außerdem nicht das eigene Leiden halt benutzen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, irgendwie Hilfe zu kriegen, dass man sich die sozusagen erschleicht oder erpresst, dass sich jemand um dich kümmert, dadurch, dass es mir ja so schlecht geht, ja. Und die Leute gehen einem ja ordentlich auf den Keks, ne? Und vor allen Dingen, wenn man selber der gleiche Typ ist, die mag man genauso wenig wie die Drama-Queens, ja. Aber ich meine, ich bin ja Sängerin geworden und wollte immer als La Traviata auf der Bühne sterben. Ich denke, das ist durchaus auch ein Viererprojekt. Ja. Das ist so schön hier mit euch, muss ich jetzt hier mal sagen. Auch für alle, die uns zuschauen. Das ist so, da entsteht gleich auch ein ganz, ganz großer Raum, wie du das jetzt gerade auch nochmal gesagt hast. Danke dir. Ich fand das auch nochmal sehr schön, was Heidi von der Vier sagt. Die Vier
geht ja im Entwicklungsweg zur 2. Also bei Stress geht sie in die negativen Seiten der 2 und die negativen Seiten der 2 ist versorgt werden wollen. Die positiven Seiten, und das ist natürlich für so ein, die 4er ist ja ein extremer Ich-Typ, die positiven Seiten der 2 ist, sich selbst mal komplett zurückzustellen und für die Bedürfnisse der anderen zu sorgen. Das ist ein riesiger Schritt von der 4 in die 2, in die positiven Seiten der 2. Ja, guck, und ich mache jetzt die Sammlung für die afrikanischen Kinder, um die in die Schule zu schicken. Das wäre ein Ausdruck dessen, ja, und das mache ich gern, ja. Also das ist nicht irgendwie jetzt ein Projekt, was mich sonderlich anstrengt, sondern das ist also eine Bestätigung. Danke. Wobei du als Kontratyp ja sowieso auch, also nicht nur in die negativen Seiten der 2 gehst. Also wie gesagt, der Kontratyp geht ja auch viel in die 2 und auch in die 1. Als Kontratyp bist du eben nicht nur bei der 4. Ja, aber die negativen Seiten der 2 würde ja sein, jemand zu helfen, um was davon zu haben, um was zurückzubekommen. Ja. Und das kann man in dem Projekt mit den Kindern absolut nicht sagen, da kriege ich nichts zurück. Das mache ich einfach, weil mir das am Herzen liegt, ja. Ja, und es führt dazu, dass du dich als etwas Besonderes erlebst. Ja! Das Besondere aber ist jetzt wieder ganz ulkig, ne? Gerade im Treffen, dass ich dann dafür Werbung machen kann. Ja? Für mich selber Werbung machen auf dieselbe Art und Weise wäre schon schwieriger. Das wäre wieder negatives 4, oh, mir geht es ja so schlecht und ich brauche jetzt Hilfe oder so. Ne? Also das geht nicht. Aber für andere Leute was erreichen zu wollen und dann besonders zu sein dafür, das geht. Ha. Und ich wollte damit auch noch mal sagen, dass wir ja die Charakteristiken der 2, des Enya-Typs nicht unbedingt loswerden wollen. Ja, es geht ja auch gar nicht, sondern dass man das nur erkennen lernt und dann, wenn man in den negativen Seiten drin ist und das merkt, dass man dann vielleicht schmunzelt, statt sich schon wieder mal eine auf die Hand zu hauen, ja, weil man wieder so falsch war. Ich will mal noch was zur 7 sagen, weil da, ich habe zwar gesagt, ich bin eine 7, aber von der 7 noch nicht so viel erzählt. Also ich bin halt jetzt nicht die typische 7. Also die typische 7 ist auch ein sehr starker Ich-Typ, sind oft sehr ich-bezogene Menschen, unglaublich redebegabt. Also aus dem Fernsehen kennt man zum Beispiel den Böhmermann, das ist eine Selbsterhaltungs-7, also die reden wie ein Wasserfall, können aber auch natürlich wahnsinnig schnell denken. Also die 7er gehören ja zu den intellektuellen Typen. Und das ist der ist für mich so eine typische 7, auch dass er, ja, alles ist irgendwie ein Witz für den. Insofern, dass er Kabarett macht, ist was ganz, ganz Passendes. Und eben auch so ein bisschen verrückt. Also die 7er sind gern so ein bisschen verrückt. Und was aber eine große Fähigkeit von den 7ern ist, also das habe ich mal in einem Buch gelesen, das fand ich sehr schön, diesen Unterschied zur 5. Also eine 5 ist ein wunderbarer Denker. Und das Gehirn einer 5 ist ein bisschen so aufgebaut wie so ein Computer, wo man alles in Verzeichnisse ablegt, in Ordner, alles schön wunderbar sortiert. Und bei den 7ern ist das Hirn irgendwie anders. Das Hirn ist ein bisschen so, wie mein Schreibtisch auch aussieht. Alles liegt auf der Oberfläche. Also nicht in Ordnern abgespeichert, sondern so, als wäre alles auf dem Desktop gleichzeitig drauf. Und das führt dazu, dass die sehr schnell im Denken sind, weil die Sachen einfach alle gleichzeitig parat sind. Und auch, das ist eine Fähigkeit, die ich an mir sehr gut kenne, dass ich Zusammenhänge entdecken kann, die andere nicht wahrnehmen. Also wenn ich 2 verschiedene Ordner habe, die kommen nicht zusammen. Wenn alles auf meinem Schreibtisch liegt, dann liegen plötzlich 2 Blätter von 2 unterschiedlichen Themen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, liegen nebeneinander und ich merke plötzlich, oh, die haben ja doch was miteinander zu tun. Die kann man wunderbar, da kann man Zusammenhänge sehen. Und die 7er sind insofern sind die so die kreativsten Denker im Enneagramm. Also die 6 denkt auch schon sehr kreativ, aber die ist sehr analytisch kreativ. Und so die 7er sind so die aufs Neue ausgerichtet sind. Und das passte sehr. Also ich habe in meinem ersten Beruf, war ich als Ingenieur, habe Umweltschutzanlagen gebaut und das war immer so,
die gab es vorher als Versuchsprojekt im Labor, gab es die Anlagen schon, aber dann so die mehrstöckigen Großanlagen, die habe ich damals halt die erste Anlage, die in dem Bereich gebaut wurde, gemacht. Und mich zieht, ich merke das immer wieder, dass mich Neues sehr zieht. Also neues Denken ist etwas, was mich sehr zieht. Und diese Freude im Postmodernen, so beim Mantra singen oder sowas, das geht los und zack ist die 7 in der Ekstase. Das sind immer nur die vier guckt dann total neidisch und die 7 ist sofort in der Freude. Also diesen Weg in die Freude, da bin ich auch immer noch froh. Also ich habe im Leben auch sehr schwierige Phasen gehabt, aber die Freude, die hat man. Das ist wirklich ein Geschenk der 7. Ja, und wir Vierer sind neidisch drauf. Du hast recht. Naja, und wenn sie in Stress gerät, die 7, dann fängt sie an zu kritisieren wie die 1. Und das kann sehr unangenehm sein. Oder respektive, das kann so ein Dauerläufer werden. Oh, das war sehr interessant. Welche Gruppe haben wir jetzt nicht gehabt? Wir haben wenig über Dreier gesagt. Wenig über die Neuner auch, glaube ich. Auch wenig über die Neuner gesagt, ja. Magst du da kurz noch was dazu sagen? Ich meine, wir haben schon ewig jetzt geredet, aber trotzdem, ich finde es so interessant. Wir sollten das durchaus noch ein bisschen vervollständigen. Also die Dreier finde ich sehr spannend. Also das sind die, die man statt Human Being, Human Doing nennt. Also das sind, deswegen sagte Monia vorhin auch so, die Macher. Also die sind permanent am Machen. Das ist so, das Bild der Drei ist so vom Tellerwäscher bis zum Millionär. Und das sind tatsächlich Leute, die, weil sie so viel machen, das oft auch erreichen. Was ich ganz spannend finde bei der Drei, also die Drei versucht eben geliebt zu werden durch Leistung, ja. Und baut dazu aber auch ein Bild von sich auf. Das ist bei der Drei am allerwichtigsten, dass es so ein Bild gibt. Und dieses Bild entspricht aber nicht wirklich ihrer eigenen Person, sondern das Bild, also als Tier wird oft das Chamäleon auch genommen, weil das so wandelbar ist. Also wenn sich eine Drei in einem orangenen Umfeld bewegt, wenn ich jetzt die Spiral Dynamics Farben nehme, dann passt die sich völlig an Orange an und wird da ein Image aufbauen, was bei Orange wertgeschätzt wird. Wenn eine 3 im grünen Umfeld ist, baut die ein komplett anderes Image von sich auf. Und was ich, also so bei den Dreiern ist so von den Politikern, der Christian Lindner in Deutschland, der FDP-Politiker, so ein wunderbarer Dreier, der da wirklich absolut reinpasst. Bei den Postmodernen, also eine 3, die sich aber ins Grüne, finde ich ganz spannend, also da ist der Veit Lindau, also das ist, ich habe einen Werbefilm gesehen, wie er für seinen 18-Monats-Kurs geworben hat und da hat er gesagt, ja, die Leute in seinem Umfeld, die sind so mindestens beginnendes Grün. Und in diesem 18-Monats-Kurs bei ihm wird er sie auf Türkis bringen. Das ist eine 3, höchst effektiv. Kann man natürlich sagen, wenn man das selbst erlebt hat, das ist natürlich utopisch, die Leute werden nie bei Türkis sein. Mhm. Aber das sind so die effektiven Versprechen, was er dazu gesagt hat. Und das ist eben auch wieder so, die Dreier können sehr manipulieren, die sind sehr sprachgewandt, indem er den grünen Leuten sagt, also integral, das nehmen wir so mit, aber da gehen wir nicht so richtig rein, weil das ist ja so herzlos. Das heißt, wenn ich Leute bei Grün gewinnen will, dass ich die weiterentwickle, kann ich ihnen nicht integral anbieten. Das wird die nicht ziehen. Also bietet er ihnen Türkis an. Also die sind sprachgewandt, aber man muss es sehr, sehr hinterfragen, was sie sagen und vor allem, was sie über sich selbst sagen. Mhm. Weil Schattenarbeit ist etwas, was eine 3 nicht gerne macht. Nicht kann, zum Teil. Ja. Ja, das finde ich spannend. Und zwar, wenn ich als 4, wir haben ja auch davon gesprochen, dass es die Flügel gibt, ne? Und ich fühle mich nicht sehr zur 3 hingezogen, weil 3 bedeutet für mich auch immer perfekt aussehen, immer perfekt alles, das äußere Image muss immer gleich sein und gepflegt und irgendwie immer die Kompetenz
ständig ausstrahlen, auch durch das Äußerliche. Ne? Und ich meine, ja gut, als ich früher gesungen habe und auf der Bühne, da habe ich mir auch Schminke und sowas gemacht und so. Aber jetzt merkt er ja, ich tue mich eigentlich überhaupt nicht schminken. Und es ist wie so noch so wie so eine Gegenbewegung zur Drei. Ich möchte damit nicht viel zu tun haben, während ich fühle mich sehr zur Fünf hingezogen, ja, zum Lernen und zum auch alleine sein öfter und zum Ergründen von Dingen mehr in der Tiefe, was ja überhaupt eigentlich auch ein vierer Aspekt ist. Aber ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass die Flügel eben auch wichtig sind. Selbst wenn man in einer Kategorie ist, in einem Enya-Typ, hat man beide Flügel und der eine kann sehr viel stärker sein als der andere. Und bei mir ist eben 3. Ich glaube, meine Schwester ist auch eine Enya-4 und sie ist mehr auf 3. Sie ist auch in Amerika und hat es gelernt, wie man so wunderbar 3 ist. Man muss allerdings auch sehen, dass die Dreier tatsächlich viel leisten. Also die Postmoderne, wenn wir vorher nicht die Moderne gehabt hätten, die all das aufgebaut hätte, wodurch die finanzielle Grundlage da gewesen ist, also das muss man auch sehr wertschätzen. Da stimme ich dir voll überein und ich denke, es wird auch gerade im Moment nicht sehr wertgeschätzt, was die Generation, die es aufgebaut hat, alles geschaffen hat. Ja, also. Weil ihre Tüchtigkeit eben wirklich auch zur Falle werden kann. Und wir haben da einen Gipfel überstiegen, wo die Tüchtigkeit zur Falle geworden ist, ne? Und weil es um Wahrhaftigkeit geht. Weil ja, aber das ist alles. Geht es um Wahrhaftigkeit. Das aber deswegen, wir müssen eben aufpassen auf allen Stufen und überall, dass man das die Kinder nicht mit dem Badewasser ausschüttet. Ja. Und im Moment habe ich so das Gefühl, dass ein paar Kinder mit durch den Gully rutschen. Aber das, was Marie-Rose angesprochen hat, wenn man die Entwicklung der 3 sieht, also die 3 müssten sich dann ja in die positiven Aspekte der 9 entwickeln. Und das, was die 9 halt ist, die ist sehr authentisch. Die ist eben das krasse Gegenteil zu, ich baue ein Bild von mir auf, sondern bei der 9 kriegt man das, was man sieht, quasi. Also die ist wirklich ehrlich. Ansonsten vielleicht noch zur 9. Das ist so das Bild, was man als der Friedensstifter so sieht, also auch sehr harmonisch. Im Positiven auch so der Mystiker und im Negativen der Träge, der Faule. Mhm. Und mit dem Bild des Mystikers identifizieren sich die Leute sehr gerne, aber wenn man in das Leben einer Neuen reinschaut, dann ist es oft so, dass die Neuen nicht das machen, was gerade anstände, sondern sich mit irgendwas anderem verzetteln. Also Gurdjieff hat unser Alltagsbewusstsein, das hat er mit dem Begriff Schlafen bezeichnet. Er sagte, die Menschen schlafen, indem sie, also mit Schlafen war gemeint, wir beschäftigen uns mit ganz viel Alltagskram, statt das, was wirklich im Leben wichtig ist, nämlich herauszufinden, wer wir wirklich sind, dem geht man nicht nach. Und das passiert den Neuen sehr leicht. Also eine Neuen, vielleicht was ich aus dem Buch mal gelesen habe, also wenn eine Eins von A nach B gehen will, dann nimmt die den direktesten Weg. Bei einer Neuen ist so, die läuft los, dann macht sie einen Umweg, dann bleibt sie stehen, dann kehrt sie um, dann weiß sie nicht mehr, weshalb sie überhaupt losgelaufen ist. Und das ist wirklich das, was den Neuen im Alltag oft passiert. Und ich habe eine gute Freundin, die ist eine Neun. Und da komme ich auch nochmal auf dieses, dass die Hormone, also auch das Organische, was mitspielt. Und die sagte so, das war ihr als Kind oft unangenehm, aber sie war tatsächlich so erschöpft, sie konnte viele Sachen nicht machen wie die anderen. Also eine Neun ist das, wenn die Mutter ihr Kind sucht, dann liegt es unterm Tisch und schläft irgendwo. Also diese Freundin von mir, die kann immer und jederzeit schlafen. Die hat auch im Alter, wenn alle Leute Schlafprobleme haben, die Neun hat es nicht.
Und es gibt natürlich Kontratyp bei der Neuen, das sind also die Merkel wird oft als Neun eingestuft, also man kann nicht Kanzlerin geworden sein, wenn man träge ist. Ja, also wir sind da hier auch bei den Enthüllungen. Marc war meiner Meinung nach auch eine Neun und hat genau das, was du gesagt hast, dass er oft sich ablenken ließ von diesen und jenen, statt dahin zu gehen, wo er eigentlich geplant hatte, hinzugehen, ja, und gerne geschlafen hat und die Arbeit gern mir überlassen hat, wenn es um zielgerichtete Arbeit ging, ja, und ja, aber ganz lieb und ganz fürsorglich und ganz caring, ja. Es war ein toller Abend mit euch. Ja. Ich merke auch schon, es war so kurzweilig. Ich habe gerade auch, ich habe auch noch ganz viele Fragen, aber wir machen ja weiter mit der Reihe. Ja, nächstes Mal werden wir vielleicht ein anderes System vorstellen. Gucken wir mal, werden es absprechen. Behind the scenes und erstmal für heute. Super, Dankeschön, war klasse. Und hoffentlich können wir Leute inspirieren, die Typologien genauer anzugucken und sie mehr wertzuschätzen. Denn wir haben ja festgestellt, dass sie im integralen Umfeld zwar existieren, aber eigentlich nicht so richtig vorkommen und nicht so richtig berücksichtigt werden. Die sind da irgendwo, ja, aber nicht in der Vorderfront. Und da sollten sie eigentlich hingehören, gerade wenn es um Verständigung und auch Selbstentwicklung geht. Dann, wenn du weißt, was dein Typ ist und nicht nur der Enya-Typ, es gibt ja verschiedene Typologien und die bringen immer wieder noch ein kleines bisschen was anderes über dich heraus. Je mehr man über sich selber weiß und erkennt, desto mehr kann man sich ja auch, wie soll ich sagen, gezielt versuchen zu entwickeln, als das einfach so vor sich hinlaufen zu lassen. Und was Ulrike sagte, mehr therapeutisch oder in irgendwelchen anderen Hilfsberufen zugange ist, das ist ein ungeheures Hilfsmittel, zu erkennen, wo der andere steht und was Typ ist und was wirklich ein Problem ist. Ja, so. Der Unterschied zwischen Typ und Stufe und Ebene ist auch total wichtig. Ja, und da sollten wir eigentlich noch mal reingehen, weil das ist mir noch nicht 100% klar, wie das zusammenhängen kann, ja, Stufen, Ebenen und Typen. Vielleicht können wir da... Ja, auch auf jeder Ebene gibt es so eine gewisse Vorliebe oder ein Typ hat auf der Ebene, auf den Ebenen gibt es eben Vorlieben, ne? Ja, Ulrike hat ganz am Anfang, da warst du, glaube ich, noch nicht dabei, hat sie kurz darüber gesprochen. Ja. Ja, es gibt noch viel zu explorieren und wir nehmen uns genug Zeit, sodass wir das machen können. Okay, dann würde ich erstmal sagen, danke für heute und dann bis zum nächsten Mal. Und die Leute, die zuhören, bitte, bitte, wenn ihr wollt, nehmt Kontakt auf und wir können zusammen die Dinge explorieren. Okay, bye bye.